Vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt, hier heute zu unserem Vortrag zu kommen. Wir sind der TechEZV. Unser Vortrag nennt sich Too Young to Rock'n'Roll and to Contribute. Und mit diesem Vortrag wollen wir einfach die Aufmerksamkeit dafür steigern, dass auch Kinder bei freier Software mitentwickeln wollen. Aber dies halt oft nicht können aus den Gründen, die wir euch jetzt vorstellen werden. Erstmal was zu uns. Wir sind der TechEZV. Wir sind vermutlich die einzige deutsche freie Software-Jugendorganisation. Unser Hauptsitz ist in Bonn in Deutschland, aber wir arbeiten international. Da veranstalten wir technische Workshops rund um FOSS nach dem Peer-to-Peer-Prinzip. Heißt, Kinder veranstalten Workshops für Kinder. Das ist auch sehr wichtig bei unserem Verein. Fast alles wird von Kindern mitbestimmt und mitorganisiert. Wir organisieren Veranstaltungen, wir gestalten die Website, sogar Systemadministration wird teilweise von Kindern gemacht. Unser primäres Ziel ist es, eine freie Software-Community unter Kindern aufzubauen und Kinder, Schulen und FOSS-Projekte miteinander zu vernetzen. So, wer bin ich? Ich bin Nils Radek, ich bin 13 Jahre alt, komme aus Düren in Deutschland und bin Schüler des Stiftischen Gymnasiums Düren. Meine Interessen sind Veranstaltungen zu organisieren, Video- und Tonbearbeitung, ich schwimme, spiele Klavier und mache Wing Chun, das ist eine Kampfkunst. Mein Ziel ist es, eine FOSS-Community für Kinder aufzubauen und Kindern zu helfen, ihre Meinung zu teilen. Ja, also, ich heiße Sascha Kostanian. Ich bin der zweite Vorstandsvorsitzende im TechEZV. Ich lebe in Bonn und gehe dort auch auf das Hardberg-Gymnasium. Ich mag es besonders zu lesen, Dinge zu reparieren, zu ringen. Ich spiele Geige. Und mir gefällt es in TechEZ besonders gut, oder auch privat, Kindern Technik und freie Software beizubringen. Und ja, Dinge zu organisieren und Robotik-Workshops zu machen. Das Ding organisieren mache ich mit dem hier. Mein Ziel ist es, egal ob privat oder auch in TechEd, andere Leute mehr dazu zu bringen, freie Software zu benutzen. Nicht nur halt eben im Job oder was weiß ich wo, sondern auch wirklich damit sie merken, wie gut das eigentlich ist und dass sie es auch selber an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Ja, also. Wie einige von euch sicherlich wissen, ist Software auch für viele Kinder, nun ja, fast unabdingbar. Beispielsweise jedes oder fast jedes Kind, welches ein Smartphone oder ein Computer oder ein Tablet oder ähnliches hat, ja, braucht ein Betriebssystem darauf, braucht Multimedia-Software, braucht ja, Spiele braucht es nicht unbedingt, aber ist auch gerne darauf. Dann beispielsweise noch für mit Bürosoftware kann man Dinge wie Hausaufgaben machen und ja, bei Netzwerkinfrastruktur benutzen sie auch beispielsweise bei Chaträumen oder insgesamt bei Chatprogrammen und bei Spielen beispielsweise. Ja, und Lern- und Bildungssoftware, ja. Ja, also diese Software wird halt eben überall also Lern- oder Bildungssoftware wird halt eben überall verwendet, aber nicht nur im Informatikunterricht, sondern auch in anderen Fächern wie, ja, wir haben letztens also wir machen ziemlich oft Präsentationen oder irgendwelche Vorträge mit Präsentationsprogramm und ähnlichem. Warum ist das jetzt so anders? Ja, und da benutzen wir auch Ton- und Videobild und Soundbearbeitung und Bildbearbeitungsprogramme. Aber immer noch hauptsächlich benutzen wir Software im
im Informatikunterricht, wie Editoren oder auch Entwicklungsumgebungen wie Scratch, Tommy und Greenfoot? Ja. Wir haben in der Schule letztens, als ich war in der siebten da, haben wir ein halbes Jahr lang mit Scratch programmiert. Das war schon ziemlich cool. Ja. Also, im Informatikunterricht ist es halt eben so, dass mit Scratch, das war halt eben das Ziel, damit wir merken, also damit wir grundlegende Basisbausteine der Programmierung sehen. Scratch ist halt eben Modulprogramm-Software, das heißt, man baut verschiedene Module zusammen zu einem einzigen, zu einem Programm, um Zeichentrickfiguren sich bewegen zu lassen. Aber dennoch, obwohl es ziemlich simpel ist und manchmal einen ziemlich aufregen kann, zeigt es einem, was beispielsweise Schleifen und Ähnlichem sind. Deswegen ist es auch ziemlich nützlich. Und ich denke, wir haben in der Schule oder in anderen Schulen kann man das, während man lernt, kann man auch für andere Schulen oder für sich selber verschiedene Software zusammenstellen und die dann auch veröffentlichen, sodass auch andere Schulen sie benutzen. Das wird natürlich auch helfen, programmieren und zu lernen. Das ist später auch ziemlich wichtig. Ja. Und also, was kann ich noch dazu sagen? Ich bin dem ziemlich glücklich, dass wir in der Schule auch Software benutzen und auch teilweise freie Software, nur leider haben wir immer noch Windows 7 und das ist, naja. Als Zusammenfassung kann man dazu noch sagen, dass tut mir leid. Es ist schon ziemlich überraschend, dass wir haben letztens eine Umfrage an 700 Schülern durchgeführt und es ist ziemlich überraschend, dass 83% sich vorstellen könnten, an freier Software mitzuarbeiten. Das heißt, es ist nicht so, dass die denken, ja, freie Software, was ist das denn, sondern viele Leute oder viele Kinder vor allem wissen auch, was es ist und würden sich auch gerne vorstellen, daran mitzuarbeiten. Ja, also als Zusammenfassung sollte man sagen, dass egal, ob sich irgendeine Software oder irgendeine Softwaregruppe eben per Intention oder per Zufall auch Kinder als Ziel hat, sie sollten sich darüber bewusst sein und sie nicht einfach aussperren. Moment. Ja, komm, dann nehme ich das. So, nun kommen wir da. So? So. Nun kommen wir dazu, wieso können denn Kinder manchmal gar nicht mitentwickeln und wieso, was stört uns? Also, zunächst einmal gibt es ganz viele rechtliche Fragen, die für Kinder ein Hindernis sein können. Zum Beispiel die Lizenz deiner eigenen Software, die Lizenz der Werkzeuge und der Plattformen, die man zum Erstellen dieser Software genutzt hat. Manchmal muss man sogar noch Rahmenbedingungen mit Entwicklern vereinbaren, wo natürlich sich immer wieder rechtliche Hindernisse für Kinder verstecken können. So, das größte Problem sind natürlich die kommerziellen Plattformen. Einige sehr beliebte Plattformen wie GitHub oder GitLab sind zwar offen zu freier Software, haben jedoch sehr umfangreiche Nutzungsbedingungen. Diese Nutzungsbedingungen werden deswegen einmal oft gar nicht gelesen oder nur ganz grob überflogen, sind aber oft auch nur sehr schwer zu verstehen, auch für Erwachsene. Die Bedingungen dieser Software sind teilweise nur sehr schwer zu akzeptieren, heißt für Kinder mit rechtlichen Problemen nur zu akzeptieren. Und das stört uns zum Beispiel an solchen Nutzungsbedingungen. Worauf sollte man denn jetzt achten? Also zunächst einmal sollte man ganz klar auf ausdrückliche Altersbeschränkungen achten. GitHub ist zum Beispiel ab 13 Jahren erst freigegeben. Dann auf irgendetwas, das den Nutzer in seinen Rechten einschränkt. Denn zum Beispiel im deutschen Gesetz steht, ein Minderjähriger benötigt zur Abgabe einer Willenserklärung, durch die er nicht ausschließlich rechtliche Vorteile erlangt, die Einverständniserklärung seiner gesetzlichen Vertreter. Das sind dann meistens die Eltern oder die Erziehungsberechtigten.
Alles in allem sollte man also rechtliche Nachteile bei der Zustimmung von Nutzungsbedingungen vermeiden und generell aufpassen. So, was sagen denn Kinder zu Nutzungsbedingungen? Die Frage in der Umfrage, von der Sascha gerade eben gesprochen hat, war, kennst du die Nutzungsbedingungen der Dienste, die du nutzt? 32% der Kinder sagten, nein, das interessiert mich nicht. Kann daran liegen, dass die Nutzungsbedingungen so lang sind und man dann gar keine Lust mehr hat, die zu lesen. 9% sagten, nein, ich verstehe sie nicht. Also haben sie wahrscheinlich versucht, sie zu lesen, aber verstehen sie nicht. 48% haben sie überflogen und nur 13% haben sie sorgfältig gelesen. Als Schlussfolgerung können wir ziehen, dass zu wenige junge Leute über die Nutzungsbedingungen der Dienste, die sie nutzen, informiert sind, was sich definitiv ändern sollte. Ja? So, was könnt ihr jetzt tun? Bitte beachtet, dass es Entwickler geben könnte oder Nutzer eurer Software, für die die Nutzungsbedingungen keine Frage der Ethik oder des Geschmacks sind, sondern eine Frage der rechtlichen Möglichkeiten. Also haltet bitte deshalb die gesetzlichen Hindernisse so gering wie möglich, damit möglichst viele Kinder und Jugendliche und Erwachsene, alle Softwareentwickler, diese Software nutzen können, damit wir alle was von dieser freien Software haben. Jetzt übernimmt Nick. Hintenrum über die Uhr. Das ist gar nicht so leicht wegen meiner Frisur, aber es hält auch in den Haaren. Das ist praktisch. So. Ich bin da zu grobmotorisch für. Okay, ja, danke den unseren beiden Jungs hier für ihren Vortrag. Ihr habt vielleicht mitgekriegt, das Ganze ist ein ziemlich komplexes Thema, ziemlich schwieriges Thema, das uns aber alle betrifft, die Nutzerschaft von Software und Online-Angeboten wird immer jünger und das ist gut so. Kannst du noch mal eine Folie zurückspringen gerade? Nee, ach, die Folie hatten wir gar nicht, okay. Alles klar. Es gibt noch verschiedene Möglichkeiten, beziehungsweise verschiedene Schritte, die wir uns wünschen würden, die in Softwareprojekten, in Entwickler-Communities oder auch in Communities, die halt beratende Funktionen haben oder ähnliches oder in Linux-User-Groups, dass da verschiedene Schritte vielleicht mal so angegangen werden und sich angeguckt werden, zum Beispiel, wo habe ich eigentlich Berührungspunkte mit Kindern und Jugendlichen oder mit dem Bildungssektor. Das ist, wie wir jetzt eben gesehen haben, es kann sein, dass ich Software entwickle, die tatsächlich sich gezielt an den Bildungsbereich oder an Kinder und Jugendliche richtet. Das sind natürlich alle Lernanwendungen, das ist Schulnetzwerksoftware, das sind teilweise Spiele. Es gibt aber ganz viel Software, wo man auf den ersten Blick überhaupt nicht sieht, dass es da eigentlich einen Nutzerkreis aus dem Bildungsbereich oder aus dem Jugendbereich gibt. Hatten wir jetzt eben als Beispiel Webbrowser, Bürosoftware, Betriebssysteme. Es ist eigentlich vorstellbar, dass wirklich jede Software irgendwo auch einen minderjährigen Nutzerkreis hat. Und da gibt es verschiedene Dinge, auf die es jetzt auswirkt. Einmal gibt es ein ganz anderes Nutzungsverhalten vielleicht. Es gibt vielleicht Funktionen, die im Unterrichtsgeschehen oder wenn Kinder und Jugendliche Software privat nutzen, ganz anders genutzt werden oder ganz anders betrachtet werden. Und da kann man sich einfach mal Gedanken drüber machen, wie betrifft mich dieser Sektor eigentlich und was könnte ich da besser machen. Man kann auch auf Konferenzen mal mit Kindern und mit Eltern oder mit Lehrkräften mal reden, wenn man feststellt, irgendwie es gibt da vielleicht Bedarf, sich auszutauschen. Wir haben auch mittlerweile auf immer mehr Konferenzen einen Stand, wo man auch einfach mal vorbeischauen kann, wo man sich mal austauschen kann. Man kann uns auch mailen. Wir wollen auch so ein bisschen als
als Vermittler wirken, beziehungsweise dabei helfen, halt mit der Realität halt abzugleichen. Das klingt so ein bisschen blöd, aber der Nerd, der Hacker, der quasi seine Vorstellungswelt in seiner Software umsetzt, das ist nicht, ist gar nicht so weit hergeholt. Das passiert immer wieder, auch unbewusst. Ich kann da aus einem sehr guten Roman, den ich gerade lese, zitieren von Mark Ellsberg. Zero, ich glaube, ist der nicht sogar Österreicher, der Mark Ellsberg? Martin, weißt du das? Ich glaube ja. Er sagt, da kommt eine Stelle drin vor, die sagt, in jedem Programm steckt auch ein bisschen die Imagination und Vorstellungswelt seines Entwicklers. Und kein Programm ist objektiv, als immer auch die Vorstellung, die Weltvorstellung für eines Entwicklers umsetzt. Und das ist eigentlich gar nicht mal so falsch, auch wenn es aus einem fiktiven Roman stammt. Deswegen sprecht miteinander, sprecht über uns oder auch direkt mit Jugendlichen, die ihr kennt. Vielleicht findet ihr Punkte, wo wir einfach die Softwarewelt in unserer freien Softwaregemeinschaft auch ein bisschen besser für Kinder und Jugendliche machen können. Wer Interesse daran hat, die junge Community zu unterstützen und solche, zum Beispiel solche Fahrten zu Konferenzen aktiv oder passiv irgendwie zu unterstützen, auf diese Folie, die jetzt schon viel zu lange ist, weil das Konferenzen eigentlich nicht so gerne sehen. Gerne ein Foto davon machen und mal bei uns am Stand vorbeischauen. Wir freuen uns da über jede Art der Unterstützung. Ja. Fragen? Okay, für den Stream. Die Frage war, wie können wir dabei helfen, dass Kinder und Jugendliche schon vom Anfang der Software- oder Gerätenutzung an, dass die ihre Geräte selbstbestimmt benutzen und nicht von den Programmen halt entsprechend manipuliert werden, halt entsprechend gewollt Nutzungsverhalten an den Tag zu legen. Will einer von euch oder? Das ist ein, ja. Also bei freier Software kann man ja halt, bei freier Software kann man ja selbst entscheiden, was macht mein Computer, und man kann da selbst was dran machen. Und um dieses Ziel, dass Kinder von Anfang an selbst entscheiden, was macht mein Computer, zu verwirklichen, benutzen wir natürlich nur freie Software und geben den Kindern auch immer mit auf den Weg, freie Software ist cool, benutzt das, verbreitet das und lassen die Kinder auch, also bringen denen das nicht nur auf den über den Softwareweg bei, sondern lassen die auch im Verein, wie ich gerade eben gesagt habe, ganz viel mitbestimmen, damit direkt so ein Selbstbestimmungsgefühl aufkommt, dass man sagt, okay, ich kann selbst entscheiden, was macht mein Computer und was will ich da für Software drauf haben. Ja, wir sind natürlich in so einer Art Filterblase, ne? Ist das Problem an der Sache? Das Problem ist sehr, 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 sehr vielschichtig, ne? Wir haben in unserer Umfrage, die gibt es auch ab nächster Woche hoffentlich auf unserer Website in ihrem vollen Umfang, haben wir auch gefragt, wie kommst du eigentlich auf die Software und auf die Dienste, die du nutzt? Wie bist du eigentlich dazu gekommen, WhatsApp zu nutzen oder YouTube oder weiß ich nicht? Und die meisten, also es waren glaube ich 82%, haben angegeben, dass sich das über ihre Peer Groups, also über Freundeskreise auf dem Schulhof und so weiter verbreitet.
Was wir leider immer mehr beobachten, ist, dass Schulen vorgeben, welche Software benutzt wird. Da gehen dann Lehrkräfte her und sagen, so, ihr bekommt Hinweise zu euren Hausaufgaben jetzt alle komplett über WhatsApp. Das ist nicht nur verwerflich und beängstigend, sondern höchst illegal. Das ist etwas, wo jetzt gerade auch durch die Europäische Datenschutzgrundverordnung, in Österreich ja nicht mehr, dann der ganzen Sache hoffentlich die Zähne gezogen werden. Es kommt bei uns in Deutschland zumindest regelmäßig vor mittlerweile, dass da auch ordentlich hagelt an Schulen und dass entsprechende Dekrete erlassen werden, dass die Nutzung verboten wird. Aber das hilft natürlich alles nicht im Grundprinzip. Der Schlüssel ist auch hier Kommunikation. Es muss geredet werden. Wir, die darüber wissen, wie die Manipulation funktioniert und daran interessiert sind, dass Software es nicht tut, wir müssen mit Leuten reden. Wir müssen mit Jugendlichen reden. Wir müssen mit Jugendorganisationen reden. Wir müssen den Freisoftware-Gedanken in kirchliche, öffentliche Jugendorganisationen tragen, in Schulen tragen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg, mit einer Pilotschule bei uns in der Region ein Projekt zu starten, das wir wissen noch nicht genau, wie das laufen wird oder was da genau zustande kommen wird. Im Gespräch ist, dass wir mit einem Mittelstufen-Informatikkurs zusammen auf Basis freier Komponenten, auf freien Standards, freier Software eine Chat-Plattform für die Schule entwickeln, wo auch alle Fachschaften, alle Lehrkräfte mitziehen. Und sowas muss es mehr geben. Also es ist ganz viel Aufklärungsarbeit. Und die muss von vielen Leuten gemacht werden. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen, aber ein Kampf gegen Windmühlen, in dem eine Windmühle fällt und dann noch eine und vielleicht irgendwann ganz viele, ist besser als ins Gras zu beißen direkt. Ich habe eine Frage an die beiden Jungs. Geht es? Eine Frage an die beiden Jungs. Wie seid ihr auf das... Wie habt ihr euer Interesse für Softwareentwicklung bzw. freie Software im Speziellen entdeckt? War das über Schule oder Freunde oder Familie? Also bei mir war das ursprünglich über die Familie, weil mein Vater ist Informatiker von Beruf. Und dann bin ich zum ersten Mal zur Veranstaltung von Tickets gefahren, war dann da zweimal und jetzt bin ich halt bei Tickets. Da habe ich das dann halt so, also da wurde mein Interesse dann für Softwareentwicklung und für freie Software stark gefördert. Und also es ging hauptsächlich über Familie und Tickets. Ja. Naja, bei mir war es ähnlich wie bei ihm. Mein Vater ist auch von Beruf Informatiker. Und ja, eines Tages, das war ich im Mai, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren, hatte mir gesagt, dass es irgendwie so eine Art Kurs gibt, der bei dem man Roboter baut und die programmiert. Und ich habe mir gedacht, ja, das klingt interessant. Bin ich da eingegangen und habe ihn getroffen und noch einige andere. Und dann haben wir halt eben ein bisschen angefangen. Dann bin ich auch noch auf eine andere Veranstaltung davon gegangen, weil mir Tickets und das, was ich vorher gemacht habe, wirklich gefallen hat. Und das hat sich dann so weiterentwickelt, dass ich am Ende zu Tickets gegangen bin, Mitglied geworden bin und ja, hier stehe. Dankeschön. Und das Teil irgendwie. Gibt's sonst noch Fragen oder Anmerkungen? Ja? Okay. Danke für den Vortrag. Ich finde die Initiative sehr gut, weil vielleicht denke ich mit einer falschen Erwartungshaltung noch ein bisschen mehr kommen. Sachen beschäftigen müssen. Also wir
Ich teile diese Ansicht grundlegend nicht. Also insofern nicht, was die Reihenfolge betrifft. Ja, das Ganze in Gruppen und in Schulen reinzutragen, ist ebenfalls ein großes Problem und auch tatsächlich das wichtigere Problem, das ist richtig. Allerdings müssen erstmal Voraussetzungen geschaffen werden. Das ist einmal, dass es Menschen gibt, die das Ganze aktiv machen, dass es Multiplikatoren gibt. Das ist aber auch, dass rechtlich Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ja, und wenn ich möchte, dass der Softwareentwicklungsgedanke, der Kollaborationsgedanke und so weiter genutzt wird, dann muss ich Plattformen dafür haben. Und die Alternativen gibt es eben nicht. Ja, es gibt keine, also es gibt mittlerweile eine von uns betriebene Plattform zur kollaborativen Softwareentwicklung, die auch in Schulen genutzt werden kann und auch von Informatiklehrkräften genutzt wird, deren Nutzungsbedingungen tatsächlich so angepasst sind, dass sie genutzt werden kann, aber ansonsten gibt es nicht. Nichts. Und ich kann halt nicht in einen Informatikkurs reingehen und in einen Kurs von Minderjährigen reingehen oder noch jüngeren Kindern. Das ist gar nicht so realitätsfern. Das kommt bei uns regelmäßig vor, dass in unseren Workshops, die wir abhalten, zwischendurch wir einen Bug oder ein fehlendes Feature sowas in einem Tool finden, in einem Framework, das wir nutzen oder in einem Editor, in Tony nutzen wir zum Beispiel, zur Python-Entwicklung. Und das dann zusammen mit einem Mentor von uns halt durchaus Kontributionen entstehen. Das kommt relativ regelmäßig vor. Und wir finden es halt wichtig, dass an dem Punkt, wo man jetzt in irgendeiner Gruppe so weit ist, dass sowas passieren kann, man nicht dann dastehen darf und sagen kann, ist jetzt aber gerade schwierig rechtlich irgendwie. Und deswegen sind wir schon der Ansicht, dass es sehr, sehr wichtig ist, von vornherein auch rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, mit denen das am Ende möglich ist. Und an dem Punkt, wo dann der Funke quasi übergesprungen ist, man dann nicht anfangen muss, um zu sagen, erstmal, ja, jetzt müssen wir aber mal noch hier gucken und da gucken, sondern dann, du kannst das jetzt, dann mach's. Danke euch. Ja, dann danke für die Aufmerksamkeit und ja.